Freunde, ich hab da was für euch. Wer mir bei Instagram oder Twitter folgt, das solltet ihr unbedingt dann tun, wenn ihr gerne sehen möchtet, was ich so den ganzen Tag mache und wo ich mich herumtreibe. Außerdem poste ich dann natürlich meine neuen Videos. Der wird gesehen haben, dass ich im Oktober kurz in Finnland war. Kurz bedeutet in diesem Fall, dass ich donnerstags hin und freitags wieder zurückgeflogen bin und das zeigt auch gleich, dass ich dort nicht im Urlaub oder so war, sondern mir natürlich etwas Cooles angeschaut habe und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Was Cooles kann da jetzt natürlich viel bedeuten, gemeint ist aber nicht das hier oder das hier oder das hier, auch nicht der süße Schminkspiegel auf der Frauentoilette oder ja tatsächlich das Fenster auf der normalen Toilette im Flieger. Nein, stattdessen möchte ich euch natürlich das Entertainment-System in diesem Flugzeug, die Kameras auf und unter dem Flugzeug, über die man einen ziemlich coolen und vor allem anderen Eindruck vom Startflug und der Landung bekommt, zeigen. Und natürlich auch die ziemlich coolen Inboard-Nordlichter, die den Flug noch entspannter machen und den Jetlag dann quasi davonblasen sollen. Damit legen wir jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir starten mal ganz langsam. Schließlich ist so ein Flugzeugtest natürlich etwas Außergewöhnliches und ihr sollt nachvollziehen können, was da los war. Finnair, das ist eine Fluggesellschaft, hat eingeladen, den neuen A350, das ist ein Flugzeug, mal genauer anzuschauen. Der A350 ist ein Langstreckenflieger und sollte nun das erste Mal in München gezeigt werden und da habe ich natürlich nicht Nein sagen wollen und habe mich auf einen ziemlich coolen Trip gefreut. Ich habe mich also sehr früh morgens zum Flughafen aufgemacht, die anderen Kollegen und die netten Damen und Herren von Finnair begrüßt, eingecheckt und dann habe ich auch schon von weitem das fette Teil sehen können. Als es dann hieß, dass wir uns mal genauer von außen anschauen sollen, was da eigentlich los ist, habe ich mir natürlich direkt die Sicherheitsweste geschnappt und mich auf den Weg nach unten gemacht. Und ja, das Ding ist gar nicht mal so klein. Wer öfter mal fliegt, der weiß, dass Flugzeuge eh schon recht groß sind. Langstreckenflieger sind da aber nochmal deutlich größer. Und wer wie ich auf Flugzeuge und diesen ganzen Fliegereikram steht, der ist dann natürlich auch ein bisschen beeindruckt. Nach 5 Minuten ging es dann aber wieder hoch und der nächste durfte ran, bis der A350 dann aber mal abflugbereit war, verging noch ein bisschen Zeit und wer wollte, der durfte sich dann noch die Lounges am Flughafen anschauen. Lounges, das sind exklusive Wartebereiche, in denen man gratis trinken und teilweise auch gratis essen kann. Rein darf man da aber nur, wenn man eine gewisse Anzahl an Flügen in einer bestimmten Zeit oder einfach bestimmte Buchungsklassen gebucht hat. Warten mag ich nicht, essen und trinken aber schon, also habe ich mir das natürlich mal genauer angeschaut. Neben Essen und Trinken bietet so eine Lounge aber auch Magazine und Zeitschriften. Und das Wichtigste, ziemlich viel Ruhe. Das heißt, man kann mit so ein bisschen Abstand warten und das weiß man dann doch nach einer Zeit schon sehr zu schätzen, vor allem wenn man sehr viel fliegt. Nach rund 10 Minuten ging es dann aber auch schon los und wir durften den Flieger auch mal von drinnen sehen, genauer gesagt die Business Class, in der wir dann auch tatsächlich geflogen sind, obwohl ich gerade in diesem Jahr unglaublich viel geflogen sein, das dürften bisher irgendwie so knapp 30 Flüge gewesen sein und davon vor allem ungefähr 20 in den letzten 2 Monaten, war das tatsächlich mein erster Business-Class-Flug überhaupt und durch die ganze Spielerei vergingen die knapp, es sind ungefähr 2,5 Stunden bis Finnland, auch richtig schnell. Und womit habe ich rumgespielt? Ja, da gab es eine Menge. Erstmal schauen wir uns aber überhaupt die Plätze und die Business-Class genauer an. Pro Reihe gab es insgesamt 4 Plätze, die gleich aufgebaut waren. Vor uns eine Menge Platz für die Beine und ein ausklappbares Display und dann, je nachdem wie rum der Sitz platziert war, rechts oder links Platz, um sein Zeug abzulegen, ein Leselicht und eine Steuereinheit. Dort gab es dann so schöne Spielereien und mit Spielereien meine ich jetzt richtig sinnvolles Zeug wie einen USB-Anschluss oder Klinkenstecker für euer Headset, eine Fernbedienung für das Entertainment-Programm auf dem Display und natürlich kann auch der Sitz gesteuert werden. Hoch, runter, vor, zurück. Ja, sogar liegen konnte man da. Ich bin gute 1,90 groß und konnte tatsächlich fast komplett dort liegen. Habe ich die Beine dann ein bisschen angezogen, gab es gar keine Probleme und ich hätte easy dort pennen können. Da war ich dann schon ein bisschen begeistert. Konnte oder wollte ich aber nicht, da ich natürlich mit dem Entertainment-System herumspielen wollte. Und ja, WLAN gab es da selbstverständlich auch, das muss ich hier noch nachreichen. Und dann gab es auch noch was zu essen, aber dazu später mehr. Wir waren kurz vorm Start, also wurde es natürlich Zeit, ins Cockpit zu gehen. Irgendwer muss das Ding ja fliegen. Ich war es dann aber doch nicht. Ich wurde relativ schnell wieder raus auf meinen Platz geschickt. Sehr schade eigentlich, ich hätte das Ding auch irgendwie gern geflogen. Es ging also los und die Displays gingen an. Gesehen haben wir dort dann den Flieger. Okay, alle so krass, wie cool ist das denn?
Oben, ich nehme mal an, irgendwo auf dem Seitenleitwerk oder so, wurde eine Kamera verbaut und unterhalb des Flugzeugs ebenfalls eine. Auf dem Display konnten wir nun auswählen, welche Ansicht wir gerne hätten und die Perspektive ließ sich dann während des ganzen Fluges immer wieder umschalten, so wie wir das einfach wollten. Das Display konnte natürlich nicht nur per Fernbedienung, sondern auch per Touch bedient werden. Das funktioniert zuverlässig, kann aber natürlich auf keinen Fall mit einem Touchscreen eines Smartphones oder so verglichen werden. Die Geschwindigkeit war okay bis gut, aber es gab immer eine kleine Verzögerung, das seht ihr gleich noch. Schlimm fand ich das absolut nicht und auch nicht störend. Verglichen mit ähnlichen Displays in Flugzeugen funktioniert hier alles wirklich gut, teilweise sogar schnell. Das habe ich mir dann von einem Kollegen bestätigen lassen, der öfter mal sowas fliegt. Ja, bevor wir uns aber das Essen anschauen, gucken wir natürlich erstmal, was das Entertainment-System so drauf hat. Verzeiht bitte, dass es das alles ein bisschen dunkel geworden ist, aber das soll uns jetzt einfach mal nicht stören. Ihr seht ja trotzdem alles ohne Probleme. Erstmal kann das Display mit einem einfachen Druck auf einen Knopf ausgeklappt werden. Das wirkt vielleicht ein bisschen altmodisch, weil es so ein bisschen rausschleudert oder rausspringt, aber das stört absolut gar nicht. Hingegen hat man einfach viel mehr Platz vor sich, weil man das Ding wegklappen kann. Das fand ich schon mal gut. Begrüßt werden wir dort dann von einer Übersicht, von wo nach wo fliege ich, wann lande ich und wie weit sind wir schon gekommen. Oben links sehe ich dann das Menü, über das ich zwischen Home, Filmen und Serien und den Einstellungen wechseln kann. Und außerdem kann ich noch das Licht anmachen, einen Flugbegleiter rufen oder den Schlafmodus aktivieren. Die Einstellungen lassen mich die Lautstärke und die Helligkeit regulieren. Hier seht ihr dann auch die kurze Verzögerung, von der ich sprach. Ich kann die Sprache wechseln und den anzuzeigenden Inhalt ändern. Was der Punkt Filme und Serien liefert, ist wenig überraschend. Was dann aber doch unglaublich überrascht, ist die wirklich, wirklich riesige Auswahl. Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Ich dachte halt, da kommen irgendwie so 10 Serien oder 10 Filme, 5 Serien. Aber nein. Und da gab es nicht nur altes Zeug, sondern auch aktuelle Filme und Serien und zwar wirklich, wirklich viele. Wenn ihr auf bestimmte Genres steht, könnt ihr diese dann auch noch auf der linken Seite ebenfalls auswählen. Wir gehen mal back auf den, ich sag mal, Homescreen, also ganz einfach auf Home geklickt und dann schauen wir uns die Leiste an der unteren Seite an. Dort können wir uns dann ins WLAN einwählen, das funktionierte gut und schnell und die Verbindung war auch vollkommen okay und stabil und so für ganz einfache Sachen wie zum Beispiel Messenger schreiben, bisschen Facebook, Twitter und so checken und die üblichen Spielereien hat das vollkommen ausgereicht und ziemlich cool ist auch die Route Map. Hier sehen wir dann unsere momentane Position und können, ich sag mal, im Google Earth Style ein bisschen um die Welt schauen und die Position, auf der wir gerade sind, besser zuordnen. Hier lässt sich dann auch von der Seite ranzoomen oder von oben oder von unten und die Route einfach ganz genau abchecken. Klicke ich dann auf diese kleinen, ja, keine Ahnung, was sind das, Blasen, sehe ich außerdem noch interessante Sehenswürdigkeiten und ich kann mir schon im Flieger ein paar coole Ziele ansehen, wo ich dann vielleicht mal hinschauen will. Wer also in den Urlaub fliegt und noch nicht richtig Bescheid weiß, der wird dann vielleicht dort fündig. Über das Augensymbol, das ist ebenfalls unten links, kann ich mir dann noch die Umgebung oder unseren Flieger in der momentanen Umgebung anschauen. Das ist zwar live, wird aber natürlich nicht als richtiges Video angezeigt, sondern als, keine Ahnung, ich sag mal, Grafik. Ihr seht das ja hier. Ja, und dann gibt es noch die vorhin angesprochenen Flight Cameras als eigenen Punkt. Über die haben wir aber schon gesprochen, also gebe ich dazu auch gar nicht mehr viel ab. Tja, das war ein ziemlich langer, ziemlich kurzer Flug, aber es hat echt Bock gemacht. Dann bin ich dann bei 10 Grad und Sonnenschein ausgestiegen und konnte das erstmal irgendwie nicht glauben, dass es in Finnland tatsächlich wärmer ist als in München. Da erwartet man ja eigentlich was anderes. Und dann ging es auch schon zum Hotel. Es war ein ziemlich nettes Hotel mit sehr, sehr süßen Reinigungsfachkräftinnen, mit großen Zimmern, einer super geilen Dusche, einem großen Spiegel, der schadet ja auch nie. Und vor allem einem Wireless Charging Pad fürs Smartphone, das direkt in den Nachtschrank integriert war. Das kann man nicht mit jedem Smartphone, aber meins konnte das. Darüber habe ich mich dann gefreut. Ist was ziemlich Neues, sieht man nicht so oft. Nach einer kurzen Dusche, so ein bisschen frisch machen, ging es dann auch schon weiter. Wir hatten ungefähr 2 Stunden Zeit, um uns Helsinki ein bisschen anzuschauen, wenn man schon mal da ist, auch wenn es ein Business-Trip ist. Das ist so eine Sache, man kommt immer sehr viel rum, aber man sieht halt immer nur Flughafen, Hotel und vielleicht ein Shuttle, aber von der Stadt sehr wenig. Die 2 Stunden wollten wir uns also auf jeden Fall nutzen. Haben dann 2 Stunden Helsinki angeschaut und dann sind wir essen gegangen. Und wir wollten ja noch unbedingt wissen, wie das Nachtleben so aussieht. Uns wurde da ein ziemlich cooler Club empfohlen und das war eine richtig, richtig gute Location. Und die Leute da, die haben mich ebenfalls überrascht. Die sind auch gut abgegangen. Ja, und feiern ist dort wirklich sehr, sehr teuer und zwar überall.
Ja, sowas lernt man dann halt auch nur, wenn man mal da gewesen ist. Ich habe gehört, die Leute trinken immer vor und gehen dann in den Club. Ich weiß auf jeden Fall warum. Am nächsten Tag, nach ein bisschen Schlaf, ging es dann zum Flughafen und wir haben eine richtig coole und richtig ausführliche Flughafentour bekommen. Wir durften uns da wirklich alles anschauen, wurden in alle wichtigen Bereiche gelassen und dann sind wir auch dort direkt nochmal essen gegangen. Ich habe dann einen Rentierburger probiert und ihn ziemlich genossen, auch wenn ich den Geschmack nicht richtig zuordnen kann. Ich glaube, das schmeckt so ein bisschen wie wild, aber ich will mich da jetzt irgendwie nicht drauf festlegen. Und dann haben wir auch noch kurz in der Lounge dort vorbeigeschaut. Ja, und zack, saßen wir auch schon wieder im Flieger Richtung München. Wieder in der Business Class. Allerdings ist die dann keineswegs mit der eines Langstreckenfliegers zu vergleichen. Bisschen mehr Platz hat man, bisschen besseres Essen. Und dann war es dann auch ganz, ganz kurz zusammengefasst schon. Man sitzt halt einfach ein bisschen weiter vorne, darf dann natürlich früher rein und so weiter. Natürlich habe ich in Finnland, das ist bei mir immer so, unglaublich viele Fotos gemacht. Wenn ihr also ein bisschen mehr von dort sehen möchtet, dann könnte ich vielleicht, keine Ahnung, so eine Art Vlog machen und euch ein bisschen rumführen. Das heißt, wir schauen uns die Bilder an und ich erkläre ein bisschen was dazu. Lasst mich einfach wissen, ob euch das interessiert. Das kann auch auf meinen Zweitkanal kommen, wenn euch das hier nicht so interessiert. Aber so ein bisschen durch Finnland führen ist ja auch immer ganz spannend. Und ja, lasst mich auf jeden Fall auch wissen, was ihr von diesem Video haltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin wirklich sehr auf eure Meinung gespannt. Das Auto-Video, also der Test des Entertainment-Systems im neuen Audi Q7, hat euch ziemlich gut gefallen und vielleicht taugt euch ja dann auch dieses Video was. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Mit Seat war ich dann mittlerweile auch schon unterwegs und auch dazu wird es dann noch ein Video geben. Seid also gespannt. Ja, das war's dann von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.